Es wird Sie wahrscheinlich nicht besonders irritieren, wenn ich zum außenpolitischen Bericht einem Kapitel mein Augenmerk schenke, das Südtirol gewidmet ist. Als Südtirol-Sprecher der Freiheitlichen Partei ist uns Südtirol ein besonderes Anliegen, eine Herzensangelegenheit. Wir fühlen uns mit den Menschen südlich des Brenners eng verbunden und natürlich auch verpflichtet. Darum kann es nicht oft genug sein, dass man Südtirol hier im Hohen Haus auch anspricht. Und ich habe hier eine geringfügige, aber doch bestehende Kritik. Der Südtirol-Bericht ist besser geworden, Herr Bundesminister. Ja, Sie haben manche Kritikpunkte von mir aufgenommen und auch in den Bericht hineingenommen. Aber was der Bericht noch immer nicht widerspiegelt, und das ist meine Kritik, das ist die entsprechende Entwicklung, die es in den letzten Jahren in diesem Südtirol gegeben hat, die dieser Bericht noch immer nicht im vollen Ausmaß einfach widerspiegelt. Es ist die Tatsache, dass in den letzten Jahren eine Entwicklung in diesem Land stattgefunden hat, wie man es sich vor 5 Jahren noch nicht erträumen hätte können. Da sind Fragen einer Vollautonomie aufgetaucht. Da sind Fragen zum Thema des Selbstbestimmungsrechts aufgetaucht. Da sind Fragen aufgetaucht, wie kann man ein Los von Rom gestalten, vielleicht auch mit einem Modell des Freistaates. Und alle diese Fragen sind in diesem Bericht nicht enthalten und werden auch nicht erläutert. Und man geht in der Außenpolitik offenbar hier den Weg des geringsten Widerstandes, um diesen Fragen tunlichst aus dem Weg zu gehen. Nur plötzlich hat es eine Situation gegeben, in der Monti mit einer Randbemerkung, die Schutzfunktion sei für Österreich eigentlich nicht mehr maßgeblich, sei eine inneritalienische Angelegenheit, plötzlich die Außenpolitik, die Diplomatie zum Handeln aufgerufen hat. Aber ich sage Ihnen, Herr Bundesminister, diese Fragen, die sind wichtig und stellen für diese Autonomie eine ehrliche, echte Gefahr dar. Das Gutachten, das ich Ihnen im Südtirol-Unterausschuss zitiert habe von Universitätsprofessor Dr. Matscher, hat ganz eindeutig gezeigt, dass wir im Klagsweg kaum eine Chance haben, vor dem Internationalen Gerichtshof die Autonomiefragen einzuklagen, sondern nur jene Fragen, die sich tatsächlich rückbeziehen lassen auf das Pariser Abkommen. Und das ist eine tatsächliche Gefahr. Und Italien hat das erkannt und hat in seiner Verfassung im Jahre 2004 unter Artikel 4 genau auf diesen Punkt Rechnung bezogen und hat diese Bestimmungen aufgenommen. Und damit hat man eine Verfassungserklärung geschaffen, die wir akzeptiert haben und damit eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof in der Zukunft massiv erschwert wird. Das heißt, Italien hat in 13 Fällen jetzt schon die Südtirol-Autonomie versucht auszuhöhlen. 13 Klagen sind beim Verfassungsgerichtshof anhängig und wir wissen nicht, wie das ausgehen wird. Das heißt, für mich sind wir in Zukunft wachsamer, sind wir in Zukunft wirklich eine Schutzfunktion Österreich, die es wirklich wert legt, für die Südtiroler tatsächlich da zu sein. Sie wollen eben die Autonomie bewahren, das ist Ihr gutes Recht. Wir wollen sie weiterentwickeln. Wir wollen eine Zukunft schaffen für die Südtiroler, für eine Landeseinheit, die es für uns natürlich auch in Zukunft geben soll. Und Herr Außenminister Dr. Spindlecker, gestern hat es eine Aussage gegeben im Rahmen einer Presseaussendung von Kreise der Südtiroler Volkspartei, und ich würde Sie wirklich dringend ersuchen, darauf einzuwirken, dass nur weil jetzt anstehender Wahlkampf in Südtirol kommt, diese Dinge nicht passieren dürfen. Da sagt der Herr Professor Dr. Christoph Pahn, Sezession im Sinne eines Freistaates gemeint, bedeutet mit 60- bis 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit Gewaltanwendung, die zu Blutvergießen mit Toten und Verletzten führt. Meine sehr geehrter Herr Bundesminister, ich ersuche Sie dringend, diese Aussage wirklich entschieden entgegenzutreten. Das ist ein Skandal, wie er in den letzten Jahren noch nie da gewesen ist. Nur weil die Südtiroler Volkspartei das Wasser bis zum Hals steht, weil sie es gewohnt war, 60% und mehr zu haben im Südtiroler Landtag und derzeit bei Umfragen bei 35% tranchiert, während Freiheitliche bei 25% schon sind. Gott sei Dank, muss ich sagen.
kann es nicht sein, dass man solche Aussagen tätigt und damit das friedliche Zusammenleben in Südtirol gefährdet. Ich ersuche Sie dringend, diesen Aussagen entgegenzutreten und dafür zu sorgen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Die Entwicklung Südtirols sei im außen- und europapolitischen Bericht 2011 nicht ausreichend genug behandelt. Fragen einer gänzlichen Autonomie seien gar nicht erst angesprochen, kritisiert Werner Neubauer von der FPÖ.